Der schöne Bruno ist zurück in der Bundesliga, wenn sie mal wieder losgeht. Genau, und das bereits bei seinem 10. Verein und dazu später ein Quiz. Das ultimative Quizduell zwischen Chris Custodian und meiner Wenigkeit. Ja, und wir haben heute folgende Themen. Der Bruno ist back, haben wir schon gesagt. Die Bundesliga startet, wenn überhaupt, wieder ein bisschen weiter hinten. Die Marktwerte der Spieler sinken. Timo Werner steht vor einem Wechsel und Manuel Neuer will ein Mega-Gehalt. Außerdem, wie schon angekündigt, unser ultimatives Bruno Labbadia-Quizduell. Also dranbleiben lohnt sich. Bloß nicht vorspielen, sonst verpasst ihr die anderen Top-Themen. Ich bin auch schon aufgeregt, aber jetzt freuen wir uns doch erstmal darauf, dass die Bundesliga vielleicht im Mai zurückkommt. Man sieht hier schon mal bei Bild, wird tituliert, dass der 9. Mai wahrscheinlicher ist als der 2. Mai. Das bedeutet zumindest, dass in gut einem Monat die Kugel wieder rollt. Nach aktuellem Stand sieht es aber ganz so aus, als würden mit Geisterspiel gehandelt werden. Eine coole Geschichte gab es da aus München-Gladbach. Der werden schon von einer Fangruppierung Pappfiguren verkauft, wo man sich selber als Pappfigur ins Stadion setzen kann, so dass die Kulisse nicht komplett leer ist, sondern halt eine Marionette davor. Okay, eigentlich eine coole Idee, gefällt mir. Du hast mir ja früher auch mal ein paar Pappaufsteller in Lebensgröße geschenkt. Ich hatte unter anderem den Jürgen Klinsmann auch mal aus einer Bankfiliale im Vollsuff mitgehen lassen. Und Michael Schumacher hatte ich auch. Ja, an Schumi kann ich mich erinnern. Ich glaube, der hatte sogar eine Brille gemalt und eventuell so einen klassischen Bart oder sowas. Ne? Mm. Aber das ist andere Themen. Ja. Das, ja. Was mir dazu noch auffällt, wer hat denn bei euch das Bild Plus Abo? Kein Mensch, denke ich. Aber mich wird echt interessieren, was da teilweise sich dahinter verbirgt. Vor allem, wenn es auch um Sportwetten geht, da wird Bild Plus ja immer mit irgendwelchen Artikeln. Aber das ist mir nicht wert zu kaufen. Da fantasiere ich lieber, was hinter der Überschrift stehen könnte. Mhm. Ja, in dem Fall ist es ja relativ eindeutig, aber ob der 9. Mai realistischer ist als der 2., ich halte beides für schon ein bisschen optimistisch, aber man wird sehen, wie es kommt. Eine Folge der Krise, haben wir schon mal angesprochen, ist, dass die Clubs natürlich hart zu kämpfen haben. Ein Punkt ist natürlich auch, dass die Marktwerte der Spieler in den Keller fallen. Also in den Keller ist jetzt übertrieben. Transfermarkt.de hat ja immer relativ genaue oder zumindest befassen die sich am meisten mit den Marktwerten der Spieler und die haben jetzt alle ein bisschen abgestuft. Zum Beispiel Timo Werner, zu dem wir noch kommen, der ist von 80 Millionen Marktwert auf 64 Millionen neu bewertet worden. Ich habe da aber einen realistischeren Ansatz, denn der DAX hat insgesamt fast 50% seines Wertes verloren. Also müsste man das natürlich auf Unternehmen oder Spielermarktwerte auch so in der Art umrechnen und dann wären es wesentlich weniger als das, was jetzt noch bei Transfermarkt steht. Ich denke, je länger die Krise dauert, desto weiter wird es einen Preisverfall geben. Ja. Und das trifft dann halt natürlich Clubs, die von wertvollen Spielern halt leben, die auch als Händler aktiv sind, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, deswegen ja hier das Bild von Sancho. Wobei die Marktwerte der Dortmunder Spieler immer noch besser sind als die vom FC Bayern. Ich habe da das Interview von transfermarkt.de gelesen. Sie bewerten Spieler, die älter sind als Jahrgang 98 mit 20% weniger und Leute, die 98 Jahrgang oder jünger sind mit 10%. Dortmund hat ja mit Haaland, Sancho und wie sie nicht alle heißen, viel jüngere Spieler mit hohem Marktwert, deshalb trifft es den Club vielleicht nicht so hart wie andere. Aber letztendlich wird ja der Markt in der neuen Saison spätestens zeigen, was diese ganzen Marktwerte überhaupt wert sind. Wenn das Geld nicht da ist zu zahlen, dann hilft auch der höchste Marktwert nichts. Interessanterweise, Dembele ist ja auch gerade im Gespräch von Barcelona zu gehen. Der soll immer noch 70 Millionen kosten. Dortmund hat ihn damals für 125 verkauft. Respekt dafür. Ich finde 70 Millionen für den wirklich immer noch zu hart aufgrund seiner Einstellung etc. Ja, und ist ja vor allem sau oft verletzt. Also das ist halt, da kaufst du dir vielleicht einen teuren Sportwagen, der aber ständig in die Werkstatt muss. Und dann ist natürlich auch ein hoher Preis dann nicht mehr so geil, wenn du dann noch sehr viele Folgekosten hast.
Timo Werner zum Beispiel, der hat seinen Vertrag bei Leipzig eigentlich bis 2023 verlängert. Jetzt beschweren sie sich aber, dass er nicht noch länger verlängert. Also 3 Jahre ist ja auch schon lange. Und jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt nur, weil sonst nichts zu berichten ist, oder hat Werner wirklich ein Auge auf einen anderen Verein geworfen? Das hat man ja schon länger gemutmaßt, dass er bei Bayern oder Liverpool oder sonst wem im Gespräch ist. Da wie immer die Frage, bringt der Bayern weiter? Das glaube ich eher mal fast nicht. Wobei, als Lewandowski-Backup oder später mal, wenn Lewandowski vielleicht in die J-League oder nach China wechselt auf seine alten Tage, da ist Werner dann natürlich einer für die Zukunft. Ja, ich denke auch, als FC Bayern wirst du letztendlich bei jedem guten Bundesligaspieler, der noch aus Deutschland kommt, mitbieten wollen. Ich kann mir aber Werner auch von seiner Spielweise besser bei Liverpool vorstellen als momentan bei Bayern, wenn der Lewandowski weiter so aufzockt, wie ja. er es gerade tut. Und der möchte ja wirklich seine Karriere eher da beenden, zumindest seine Primetime-Karriere noch bei Bayern verbringen und nicht mehr nach Madrid gehen, wie es mal vor 1, 2, 3 Jahren der Fall gewesen ist. Ja, und der hat bestimmt, ich meine, der ist jetzt gerade in der Saison seines Lebens gewesen, wurde da jetzt jäh unterbrochen. Der hat noch 3, 4 gute Jahre, wenn er sich nicht verletzt. Also das ist auf jeden Fall noch was. Aber man muss ja immer über den Tellerrand hinausschauen. Und da ist ein Stürmer schon immer relativ gefährlich, falls sich der eben verletzt. Ja. Und wieder ein Bayern-Thema. Manuel Neuer hingegen, an dem scheint diese Corona-Krise relativ spurlos vorbeizugehen. Er pokert nämlich um ein Mega-Gehalt. Ja, und das ist ganz interessant. Gerade du hast ja schon vor mehreren Monaten gesagt, dass der Neuer nächste Saison nicht mehr bei Bayern spielt. Zumindest hast du das vermutet. Mit der Verpflichtung von Nübel ist die Vermutung sogar naheliegend. Allerdings hat jetzt der Herr Nübel auch nicht mehr so den guten Ruf wie vielleicht vor noch einem halben Jahr. Das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Bayern jetzt eher interessiert ist, Neuer zu halten. Der wiederum hat vielleicht gar keine Lust darauf, also stellt er ein unverschämtes Gehalt. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Neuer so vielleicht den Wechsel anstrebt. Was denkst du denn? Immer ja, noch ich, wie gesagt, ich habe schon vor Wochen und Monaten gesagt, dass ich ziemlich sicher weiß, dass Neuer nächstes Jahr oder in der nächsten Saison bei Manchester City bei Pep Guardiola spielen wird. Das ist halt mein sehr hoch gepokerter Bluff und meine Fake News. Aber wenn es eintrifft, alles richtig gemacht. Aber ja. Ein bisschen spekulieren darf man ja. Und dann haben wir noch ein Thema, das mag den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen schockieren, aber wir haben ja letzte Woche ein Bild von mir im Homeoffice Training gezeigt beim Yoga und da hat der Kollege das natürlich nicht auf sich sitzen lassen können. Was ist denn das? Naja, also Respekt, dass du Yoga machst. Ich habe mir was anderes rausgesucht. Ich habe schon mal ein Laufband vor den Fernseher gestellt, aber Laufen tut echt weh und ist anstrengend. Also habe ich mir so ein schönes Sitzfahrrad geholt oder Ergometer oder wie das heißt. Und damit wird schön Fernsehen geschaut. Da kann man auch ein bisschen sich fit halten, wenn man keine Lust hat, draußen in der Natur Fahrrad zu fahren oder zu laufen. Also relativ motivierend, weil normalerweise schaue ich mit dem Gerät Real Life Basketball an. Zurzeit Serien. Mhm. Und man beachte halt auch die Bilder, die er hier im Hintergrund platziert hat, diese Bücher, das soll den Eindruck erwecken, als wäre er belesen oder könnte überhaupt lesen. Was liest denn da? Das Schlimme ist, das sind, also erstens finde ich das schon mal eine Frechheit, dass man echt auf solche Details achten muss, wenn man schon ein Bild von sich machen lässt. Aber ich schwöre, diese 3 Bücher hab ich gekauft, bevor ich in Quarantäne gegangen bin, Kurzarbeit etc. Und tatsächlich habe ich bisher erst 5 Seiten gelesen. Also es sind 3 Romane. Mhm. Ich kann dir sagen, wie Harry Potter ausgeht, er stirbt. Also nee, kannst du dir das auch sparen, schau dir lieber weiter irgendwas auf deinem Rad an, dann bleibst du fit. Wenn ich lese, dann eher so Gewaltzeug. Also kein Harry Potter, nicht mit Zauberei. Aber ja, Harry Potter stirbt, das ist keine Gewalt oder was? Ja, aber keine Fantasy-Gewalt. Okay, dann kommen wir schlussendlich noch zu unserem ultimativen Bruno Labbadia-Vereinsduell. Alter vor Schönheit, würde ich sagen. Deswegen fange ich an. Darf ich vorher noch eins sagen? Ja. Jeder soll jetzt bitte auch mal mitraten. Es ist ja so, dass Bruno Labbadia den Rekord hat, als Spieler und Trainer bei den meisten Vereinen insgesamt zu gewesen
gewesen zu sein, bei 10 Stück. Mhm. Auf Platz 2, 3, 4 ex-Eco Jörg Berger, Friedhelm Funkel und Otto Rehagel, jeweils mit 8 Vereinen. Das heißt, der Bruno Labbadia wird diesen Rekord noch lange intus haben. Und ja, 10 hat er und wir versuchen jetzt einfach abwechselnd diese 10 zu finden. Ich habe mich nicht vorbereitet, ich freue mich jetzt drauf. Ja, und vor allem, ihr könnt auch mitmachen, einfach den Ton stumm schalten und kommentieren, wie viele Vereine von Bruno Labbadia euch in der Zeit einfallen, in der wir jetzt hier uns battlen. Also, ich fange mal an. Spieler war er nämlich bei... Nee, ich fange mit dem Leichtesten an, da wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt als Spieler, hast du ja keine Ahnung, wo der war. Deswegen, als Trainer war er natürlich zuletzt bei Wolfsburg. Ich nehme natürlich den Verein, wo ich ihn schon mal live gesehen habe, in Rosenheim beim Freundschaftsspiel, FC Bayern München. Als Trainer war er übrigens auch beim Hamburger Sportverein. Wo ist er jetzt Trainer geworden? Bei Hertha BSC Berlin. Wie arm ist das denn? Aber ich dachte, das zählt gar nicht, aber lassen wir es mal gelten. Wenn das, die Nummer 4 war, Trainer war er auch bei, jetzt geht's schon los, Bruno. Da muss ich den Joker ziehen und sagen, er war als Spieler bei Köln. Fuck. Köln war tatsächlich mein Take. Bruno, wo warst denn du? Du warst bei Hamburg, Hertha, Wolfsburg, alle Nordvereine. Bielefeld habe ich im Kopf. Als Spieler? Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich glaub's dir mal, wir schauen dann natürlich nach. Kaiserslautern, das war jetzt doof von mir, weil da wärst du nie drauf gekommen. Da war er, bevor er zu Bayern ist, in den 90ern. Anfang der 90er, ich glaube Meister geworden, 91 damals. Mit, wer hat da noch gespielt? Zu lange her. War nicht Djorkaeff oder Schönberg noch da? Aber egal. Das war 1997 bei der anderen Meisterschaft. Um ehrlich zu sein, versuche ich nur Zeit zu schinden. Ich glaube, ich muss jetzt... Bei welchem Nummer sind wir denn? 7. Das heißt, es gibt noch 3. Ich glaube, ich muss tatsächlich versuchen zu raten. Wen haben wir denn in der Bundesliga? Freiburg war nicht, Dortmund sowieso nicht. Fuck. Hast du eigentlich noch einen? Mach mal beide, ich muss dein Gesicht sehen. Ja, als Spieler war er bei deinem Lieblingsverein Werder Bremen natürlich. Fuck! Würde ich sagen. Auch nicht 100% sicher, aber... Ich glaube, du hast auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Bei Bielefeld bin ich mir jetzt selber nicht mehr so sicher. Oder ob ich das verwechsel. Ich hätte jetzt noch einfach Duisburg gesagt. Nee, also schauen wir mal hier. Bruno Labbadia. Und dann, er wurde in Darmstadt geboren, hat dann auch in Darmstadt gespielt, wenn das zählt. Hamburger SV, vor Kaiserslautern noch. Dann zu Bayern. Köln, Bremen, immerhin 2 Jahre bei Bremen, 18 Tore. Bielefeld, stark von dir. Karlsruhe, da hat er seine Karriere beendet. Als Trainer dann auch bei Darmstadt. Greuther Fürth hätte ich nie im Leben gewusst. Leverkusen hätte man wissen können. Hamburg und natürlich Stuttgart. Ja, 3 Jahre Stuttgart. Da wurde sogar abgelöst von dem anderen. Egal, ja, scheiße. Stuttgart hatte ich tatsächlich im Kopf, aber war mir zu unrealistisch. Krass. Tja, aber gut, war keine Überraschung, wer dieses ultimative Bruno Labbadia-Battle gewinnt. Beim meinem wandelnden Wissen über Fußball ist das keine Schande, gegen den Besten zu verlieren. Wie viel habt ihr gewusst über Bruno Labbadia? Andererseits ist das extrem unnützes Wissen, das du dir auch natürlich in Wikipedia reinziehen kannst, wenn es irgendwann mal relevant werden sollte. Na, auf jeden Fall, Radek, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg am Osterwochenende, wo der Ball immer noch ruht. Ich wünsche euch auch da draußen alle frohe Ostern, habt ein schönes Fest. Bleibt daheim, wascht die Hände und bleibt gesund. Ja, fröhliche Ostern!